Hector? Hector, bist du das? Mach dich lieber vom Acker, Mann! Ich mein's ernst, mir geht es nicht besonders rosig. Was ist das hier? Ich fühle... Sieht aus wie ein großer Klumpen aus Klebeband, den jemand an die Wand geschraubt hat. An die Wand geschraubt? Komm nicht dran. Hector, bist du das? Mach dich lieber vom Acker, Mann! Das ist das gruseligste Schaufenster, das ich je gesehen habe. Mir geht es nicht besonders. Ja, schön hier so mit toten Köpfen und Pflanzen. Gruseliges Schaufenster. Ich fasse diese menschlichen Überreste nicht an. Mach dich lieber vom Acker, Mann! Okay, was mache ich denn jetzt hier? Berührt mich nicht! Diese menschlichen Überreste! Ich spüre hier eine gewisse Unruhe. Hören Sie, Bausley, ich bin nicht gekommen, um Ihnen weh zu tun. Hören Sie, Bausley, ich bin gekommen, um Ihnen weh zu tun. Aber ich bin noch gar nicht Hector. Ich fühle... Der Beschriftung nach sind Sie voll in Kompostposition. Ja, und zwar nur vom Feinsten. Nichts von dem Lammenzeug, das ich für Hector zurückgelassen habe. Lammerdünger! Was war das? Was machst du da? Bist du verrückt? Zurück! Nimm die Hände über deinen Kopf, leg den Kopf auf die Hände, in den Schoß! Er wird sich jetzt einiges ändern. Ja, Mann! Okay. Wen willst du hier eigentlich zum Narren halten? Wenigstens hat er ein paar der Leichen. Die liebe Pflanze, ist das denn so falsch? Abgeschlossen. Sie sind eingeschweißt. Es ist die Frische, die zählt. Also, der Typ ist ein bisschen wahnsinnig. Wen willst du hier eigentlich zum Narren halten? Die liebe Pflanzen, ist das denn so falsch? Pflanzen sind wunderschön. Komme ich vielleicht da mit der Sense dran jetzt? Für euch symbolisieren Pflanzen nur den Tod. Hey, weißt du, was du gerade getan hast? Du hast soeben die Büchse der Pandora geöffnet. Verschwinde hier, oder du kannst was erleben. Ich... Was? Ich habe doch nur das Ding abgemacht, um die Türglocke wieder... können wir nochmal reingehen jetzt? Ja, pack deine Sense nochmal weg. Hey da, Fremder. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche etwas. So um die 9 mm. Oh, da habe ich gerade einen ganz entzückenden Strauß. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Bitte schön. Soll ich etwas Schleierkraut dazu packen? Gern. Okay, hier, bitteschön. Einen wunderschönen Tag noch. Dankeschön. Hä, warum? Was? Muss man nicht verstehen, oder? Warum ist der denn jetzt so, kundenfreundlich auf einmal wieder gewesen? Ich habe keine Ahnung. Egal, wir haben jetzt eine Waffe. Das heißt, wir haben alles, was wir brauchen, richtig? Die Pistole könnte mit Schleierkraut wirklich ganz nett aussehen. Bausley hatte recht. Das Zeug ist vom Feinsten. Na dann, das heißt, wir müssen jetzt wieder... ins Casino und dann den Aufzug nehmen, oder wie? Ach, jetzt geh doch mal die ganze Leiter hoch. Glott, das ist schon so ein bisschen wie so ein kleiner Junge, der sich über sein Spielzeugauto freut. Nur, dass das kein Spielzeug ist. Sondern ein richtig heißes Gefährt. So. Guten Tag. Ich habe einen Termin mit Hector Lemont. Ich habe eben angerufen. Er erwartet mich. Du kennst also Hector Lemont, hm? Okidoki. Dann beantworte mir mal eine ganz einfache Frage. Okay. Wenn Hector Lemont von Punkt A mit 100 km/h nach Hause fährt, wie hoch ist dann die Zahl, an die ich gerade denke? Hier ist eine 17 und da ist eine 6. Ich weiß aber jetzt nicht, welche Zahl die richtige ist. Nehmen wir mal 6. Also, ich weiß auch gar nicht, ob das was damit zu tun hat. 6. Ja, nun, das war ja einfach. Pech gehabt, ich gewinne. Wer zuerst 2 richtig hat. Leg dich bloß nicht mit mir an. Ich kenne Hector Lemont. Das war's schon? Okay. Das war aber jetzt nicht so ein schwieriges Rätsel, oder? So, hier ist jetzt eine Tür und da geht's noch lang. Gucken wir erstmal, wer hier so rumsteht. Guten Tag. Es scheint, als hätte Celso seine Frau doch noch gefunden.
Ach, das ist der Celso. Celso Flores, was machen Sie denn in Hector Le Mans Wartezimmer? Oh, er hat uns vor die Tür geschickt, damit wir sein Angebot überdenken können. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ach so, ja. Ich habe ja so eine tolle Verkleidung. Ist das Ihre Frau, Celso? Ja, wir haben gerade eine wundervolle Kreuzfahrt hinter uns. Nun, sie wurde erst richtig wundervoll, nachdem ich dich eingeholt hatte. Nicht wahr, Liebes? Ja, ja. Genau genommen arbeite ich für Hector. Ich bin hier, um eventuell auftauchende Fragen zu beantworten. Ich mach das schon, meine Liebe. Ich würde gerne genaueres über diese Doppel-N-Tickets wissen. Der Preis erscheint mir mehr als doppelt. Alles gelogen, die Tickets sind gefälscht, die kosten sie eine Menge, weil sie dadurch ein Vermögen sparen. Frage ist doch, seid ihr es euch nicht wert? Tja, was sage ich denen denn jetzt? Alles gelogen, die Tickets sind gefälscht. Nehmt euer Geld und macht euch aus dem Staub. Hohoho. Versuchen Sie es nicht auf die tiefen psychologische Tour, mein Freund. Okay, die glauben mir ja sowieso nicht. Die Frage ist doch, seid ihr es euch nicht wert? Ich weiß, dass wir es wert sind. Aber sind die Tickets es auch wert? Wofür wollen Sie sich Ihr Geld denn aufsparen? Für schlechte Zeiten? Falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet, ihr seid tot. Schlechter können die Zeiten wohl kaum noch werden. Stimmt. Das ist aber noch lange kein Grund, sein Geld aus dem Fenster zu werfen. Sie kosten sie eine Menge, weil sie dadurch ein Vermögen sparen. Nun, ich habe kein Vermögen, also was kümmert es mich? Genug davon. Ich erzähle euch jetzt mal von meinen Problemen. Eigentlich müssen wir noch eine ganze Menge besprechen. Ja, Ich kann in diesem Anzug kaum die Arme heben. Na, dann hoffen wir doch mal, dass sie niemand mit einer Waffe bedroht, hä? Ich komme gerade aus dem miesesten Urlaub, den ich je gemacht habe. Oh, genau genommen habe ich auch ein richtiges Abenteuer hinter mir. Daher... Okay, ich bin sicher, dass Sie fliegende Spinnen und die brennenden Biber gesehen haben. Aber glauben Sie mir, das ist noch gar nichts. Denn ich bin schon bis ans Ende der Welt gereist. Und wieder zurück. Ich wusste gar nicht, dass die Reise durch das Totenreich so viele Gefahren birgt. Nun, wie viel würdet ihr zahlen, um euch das alles zu ersparen? Komm, Liebling, schlachten wir unser gemeinsames Sparschwein. Oh, jetzt haben wir sie überzeugt. Ja, so geht das, ne? Mr. Le Mans, wir haben uns entschieden, Ihr großzügiges Angebot anzunehmen. Exzellent, exzellent! Die kleine Lady hat Sie überzeugt, hä? Nein, eigentlich war es Ihr Mitarbeiter da drüben. Natürlich, er ist auch einer meiner Besten. Nun, kommen Sie bitte herein, damit wir ein wenig plaudern können, ja? Ah, ich hab's immer noch drauf. So, und was nun? Jetzt haben wir die überzeugt. Wir können wahrscheinlich nicht da reingehen, oder? Ich weiß nicht, wer Sie sind und was Sie mit den Flores angestellt haben. Aber bleiben Sie doch hier. Wenn wir hier fertig sind, würde ich Ihnen gerne etwas zeigen. Oha. Rede ich hier nur von einem Job oder spreche ich von der Gelegenheit schlechthin? Wir hatten in den letzten Jahren in unserem Büro immer wieder Ausfälle und es ist ehrlich gesagt sehr schwer, sie durch fähige Leute zu ersetzen. Wir könnten einen wie Sie in unserem Team gebrauchen. Haha, super, jetzt sind wir in unserem alten Büro. Das könnte Ihr Büro sein. Hier, ziehen Sie den mal an. Der gehört Ihnen dann auch. Und als zusätzlichen Bonus 2% hiervon, Mister. Mein Name ist Calavera und ich will mehr als 2%. Aber Mister Calavera, ich brauche die meisten davon, um selbst aus dieser Welt zu scheiden. Ich war nämlich zu Lebzeiten ein sehr böser Bube. Ich werde diese Tickets Ihren rechtmäßigen Besitzern geben und Sie auf den Komposthaufen befördern. Oh oh. Wie konnte dieser große, fette Typ denn jetzt entkommen?
Ist natürlich praktisch. Haha! Geschieht dir recht, du. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Nur, damals war das alles noch ein bisschen anders hier. Hallo? Tauben? Freunde? Ah ja, unsere Taubenfreunde. Haben wir noch irgendwas, um die anzulocken vielleicht? Flüssiger Stickstoff. Kontakt mit Knochen vermeiden. Tja, ich weiß nicht. Wir können ein bisschen Schnee machen. Das scheint aber auch nichts zu bringen. Wir haben noch hier die Knarre. Und Munition. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt tun soll. Guckst du das nicht an? Ich schätze, den alten Wasserspeier als Stütze für unser Glamour Girl zu benutzen, war wohl keine so gute Idee. Angebrochen, aber immer noch stabiler als ich. Kannst du denn da lang gehen? Angebrochen, aber immer noch stabiler als ich. Also wir kommen hier nicht lang, ja? Jetzt hier noch irgendwo hin? Ich kann diese Leiter jetzt nochmal hochklettern. Geh mal schneller hier hin. Eine Leiter. Ach was. Ich schätze, ich könnte über das Bein auf das andere Dach gelangen. Aber das Bein zeigt zu steil nach unten und Hector hat anscheinend den Motor zerstört. Ah, so ein Idiot. Okay, was mache ich denn jetzt? Ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen. Also hier ist so ein Riss, ja? Vielleicht kann ich ja hier... das damit benutzen? Naja, so viel zu meinem dritten Arm. Ist er jetzt weg? Oh Mann. Und jetzt? Keine Ahnung. Können wir da drauf schießen? Ich spare mir meine Munition für den großen Boss auf. Okay, das funktioniert nicht. Aber ich dachte, wir könnten das hier vielleicht ein bisschen sprießen lassen und dann hält das wieder oder so. Ah. Oder alles bricht zusammen. Ups. Nun, früher oder später musste das ja passieren. Ja, und dann ist doch besser früher, wenn wir das jetzt benutzen können. So, kann ich jetzt die Leiter hier hochgehen? Ay, Chihuahua! Woo! So, ah. Die Tickets, die flattern. Das heißt, es sind echte. Das gehört bestimmt dir. Und vergiss nicht, Hilfe zu holen. Magic kann endlich verschwinden von hier. Oder auch nicht. Oh oh. Rückendeckung bekommen. Wo sind denn Salvadors Leute? Ich weiß nicht. Er hat es mir noch nicht gesagt. Hola, Manuel. Es wird ja noch richtig spannend hier zum Ende hin. Zeit für ein Tänzchen, Süßer. Dann setz dich mal in Bewegung. Solche Verräter. Diese Blumen?
alles Leute, die Hector ersprossen hat? Hey, wenn man ganz oben ist wie mein Freund Hector, macht man sich viele Feinde. Was zum Henker? Warum? Was? Weißt du, du hast wirklich einen schlechten Geschmack, was Männer betrifft. Nein. Ich habe einen sehr guten Geschmack, was schlechte Männer betrifft. Das ist ein Unterschied. Oh Mann. Und jetzt? Ich dachte, ich hätte dir gesagt, dass du einen Abgang machen sollst. Okay. Hier lang können wir nicht gehen, oder? Nun mach schon, dass du wegkommst. Was machen wir denn nun? Und was ist mit Matche? Kann sie jetzt endlich hier weg, oder? Was haben wir hier? Hector hält die Pflanzen mit Wasser am Leben. Was mögen sie für ihn sein? Grabsteine oder Trophäen? Keinen Durst. Ja, ja, genau. Ich dachte, wir könnten vielleicht das Wasser abstellen oder so. Dann gehen wir mal nach hier oben. Das sieht irgendwie cool aus. Nein, geh da rein. Hier komme ich rein. Aber komme ich da auch wieder raus? Das werden wir gleich sehen. Immer dieser Bildwechsel. Sie liebt mich? Oh. Sie liebt mich nicht. Nun, ein Teil davon stimmt. Oh, Manny. Wie zynisch. Was ist bloß geschehen, dass du deine Hoffnung, deine Lebenslust verloren hast? Ich bin gestorben. Nun ja, Domino hatte wohl recht. Du hast nicht mal einen Fetzen Optimismus in dir. Nun, in puncto Fetzen ist natürlich Domino der Experte. Und nach genau derselben Logik, Manny, wirst du ein Fachmann für Botanik werden. Ist das jetzt der Moment, in dem du mir von deinem teuflischen Plan erzählst, Hector, wie du all den unschuldigen Seelen Doppel-End-Tickets geklaut hast und vorgabst, sie zu verkaufen, während du sie in Wirklichkeit gehortet hast, um mit ihnen aus dem Land der Toten zu entkommen? Nein. Oh, oh. Das ist der Moment, in dem du dich sehr lange in scheußlichen Schmerzen binden wirst, weil der Idiot Bowsley mit all der schnell wirkenden Kompostmunition abgehauen ist. Auch hiermit wirst du sprießen, aber das dauert. Tut mir leid. Manny, wo willst du denn hin? Bleib doch noch. Oder dünkt dir dein Schicksal zu hart? Kapiert? Dünkt. Oh mein Gott, und was jetzt? Ich will nicht sterben. Also, Manny soll nicht sterben. Können wir uns jetzt irgendwie selber, Grün breitet sich aus. Diese Schmerzen, ich würde es rauskratzen, aber ich bin zu schwach. Das hebe ich nicht auf. Oh. Das hebe ich nicht auf. Okay, wir können aber sonst, ja, das bringt uns, glaube ich, nichts. Wir haben nur das und das. Flüssiger Stickstoff. Kontakt mit Knochen. Vermeiden. Oh. Okay, wenn du das hier drauf tust. Gracias. Todos santos.